geht. Und Moin, damit was auch geht? ein Moin an alle Zuhörer, die sich irgendwie auf YouTube verirren oder auf unseren neuen Podcast stoßen. Also, ihr seid alle herzlich Korrekt. willkommen, hier zuzuhören bei, ja, zwei gestörten Leuten, die sich einfach nur per Telefon unterhalten. Mehr ist es nicht. Genau, auch von mir herzlich willkommen bei den Wahrsagern. Ja, das haben wir uns mal so ausgedacht. Und jetzt schauen wir mal, was das ganze Projekt jetzt hier so bringt. Bin gespannt. Richtig, wir haben uns im Vorfeld nicht viele Gedanken gemacht. Wir haben nur gedacht, wir telefonieren sowieso so oft, dass wir beschlossen haben, einen Podcast zu machen, um auch andere daran teilhaben zu lassen. Denn wir haben festgestellt, es ist sehr lustig manchmal. Ja, aber manchmal die Gedanken, die wir so haben und dann so ausführen, ja, vielleicht wollen wir da andere Menschen auch dran teilhaben lassen und es könnte schon recht witzig werden. Auch teilweise ein bisschen deep. Na, mal gucken. Richtig. Weiß ich noch nicht. Ja, zu meiner Person. Ich bin der Mattes. Mach mein Abi nach, momentan mit 26 Jahren. Ich vergesse mal, wie alt ich bin. Sehr gut. Eine gute Voraussetzung auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und mehr werdet ihr bestimmt über mich im Podcast erfahren. Ja, cool. Ja, ich bin Elli. Ich bin noch 25 und mache ebenfalls gerade mein Abitur nach. Auch schon vorher ganz viele andere Sachen gemacht und das fühlt sich aber jetzt auf jeden Fall richtig an. Yes. Ja, dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Genau so ist es geschehen. Ist gar nicht mal Ja. so lange her. Nee, Mann. Letztes Irgendwie Jahr im 6 Monate Sommer. oder so. Ja. Ich habe da gestern noch drüber nachgedacht. Ich war bei meiner Schwägerin im Garten. Und letztes Jahr, als ich so oft bei denen im Garten war, da habe ich einfach noch nicht hier in der Gegend gewohnt. Da habe ich einfach noch in meiner Heimatstadt gewohnt. Das fühlt sich gar nicht so an. Und Ja. jetzt, ja, jetzt bin ich einfach schon hier und es ist einfach so wie, als wäre es so irgendwie wie immer. Das ist richtig gut. Stimmt, ich bin ja auch erst hier hingezogen, jetzt Ja. im Winter. Ich fühle Eben. mich noch nicht ganz wie zu Hause, Nee. aber ich fühle mich auch irgendwie momentan nirgendwo wie zu Hause. Ich hatte ja meine Heimat verlassen Ja. und seitdem, ja, 2 Jahre hier gewohnt, dann jetzt hier und man ist irgendwie nur irgendwo da, aber man wohnt schon irgendwie da und man hat auch Nachbarn, mit denen man sich versteht, aber es ist nicht so ein wie zu Hause früher. Ich meine, hier in der Wohnung schon. Und der Wohnungsflur hat dazu irgendwie beigetragen. Ich hatte ja vorher keinen Flur. Ach so, ja, Und okay. früher Ja. bei meinen Eltern hatte ich immer so einen richtigen Wohnungsflur, wo man durch konnte. Ja. Und das hat mir in einer anderen Wohnung, das war so eine 1,5 Zimmer Wohnung, das hat mir da total gefehlt. Ey, Flure machen aber auch komischerweise richtig viel aus, irgendwie, finde ich. Jetzt, wo du das so sagst, weil Ist so so. das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, so die ersten 5 Jahre meines Lebens, weil dann sind wir nämlich da ausgezogen. Da wohnt meine Tante und mein Onkel jetzt immer noch drin in dem Haus, weil das meiner Oma gehört hat. Und die, also wenn man da reinkommt, dann kommt man in so eine riesen Diele mit einer richtig schönen Balustrade, wo man halt die Treppe direkt nach oben kann und man sieht dann oben schon so halt die Balustrade mit dem Treppengeländer und die einzelnen Zimmer und so. Das war riesig da. Und weiß nicht, das macht das Ganze gleich total irgendwie wohnlich. Also total, total schön sowas. Ja. Kann ich verstehen. Und hier in der neuen Wohnung haben wir jetzt einen riesen Flur. Und irgendwie morgens aus dem Zimmer rauszukommen und in dem Flur zu landen, der die ganze Wohnung zu allen Räumen verbindet, ich finde immer, das hat was. Und ohne eine Wohnung ohne Flur ist keine richtige Wohnung. Ja, vor allem ohne Flur ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil so ein Flur bietet ja auch mal so ein bisschen Stauraum und so ein bisschen. Also ich kann mich dran, also was heißt, ich kann mich dran erinnern, aber als ich letztes Jahr hier hingezogen bin, von der Wohnung, Respekt, dass du dich da noch erinnern kannst. da war meine Wohnung so aufgebaut, das war ein bisschen weird. Unter mir im Erdgeschoss, da wohnte meine Vermieterin mit ihrem Freund und dann ging man die Treppe rauf. Und dann hatte man oben halt so einen Absatz, das war quasi der Flur. Und dann kam man in die Wohnung und es war dann direkt, du standst direkt im Wohnzimmer. Es war mega cool, also ich habe meine Wohnung geliebt und teilweise vermisse ich die auch voll, also nur die Wohnung an sich, nicht die Stadt, sondern nur die Wohnung an sich. Aber das war eigentlich cool, weil du hattest einen Flur. Aber du musstest den nicht immer sehen, weißt du? Du konntest da jetzt auch mal so Jacken hinhängen und Schuhe und
Manchmal sind ja Schuhe und so ein bisschen Unordnung, also irgendwie, keine Ahnung. Und deshalb war der Flur zwar da und der war auch groß und da hatte ich richtig viel Platz so für meine Sachen, aber der zählte irgendwie nicht so richtig zu meiner Wohnung. Und das war dann irgendwie so cool, so ein bisschen American Style, du kommst rein und dann direkt im Wohnzimmer. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Ja, richtig nice. Ja, aber die Wohnung, die ich in Essen hatte, das war ja, du bist direkt in so einen Mini-Flur. Das war kein Flur, das war nur Ja. die Abstellkammer schon direkt. Du bist in der Ja, auch mit Abstellkammer Schrägen reingekommen. direkt, oder nicht? Waren da nicht auch Schrägen? Ja, du musstest erst links um die Ecke Ach gehen, so, dann kamst das. du in die Ja, ach ja, die Küche. Küche, die habe ich ja gar nicht mehr Und da gesehen. waren Ja, das stimmt. Schrägen, da waren dann direkt Schrägen von der Küche ins Bad. Ja. Das ist auch richtig, du kommst rein und bist in der Küche eigentlich und dann geht es direkt ins Bad oder Ja. Wohnzimmer. Und dann im Wohnzimmer ist dann noch hinten dran das Schlafzimmer, Aber es also scheint ganz komische anscheinend irgendwie Aufteilung. so gar nicht mal so untypisch zu sein, dass das Badezimmer direkt an der Küche ist, weil das hatte ich bis jetzt in der ersten Wohnung, in die ich ausgezogen bin also nachdem ich von meiner Mutter ausgezogen bin, da war das Badezimmer direkt an der Küche und dann die Wohnung danach auch, da war das Badezimmer auch direkt an der Küche. Die Wohnung unter mir, wo meine Vermieterin drin gewohnt hat oder immer noch wohnt, da ist das Badezimmer auch direkt an der Küche, schon irgendwie weird, ne? Das, Bei meinen Eltern ja, früher war das komisch Badezimmer auch irgendwie, direkt in ne? der Küche. Ja, kennt Richtig man irgendwie nicht. komisch. Was einen Grund hat. Keine Ahnung. Naja. Vielleicht, ja Ja. klar, kann gut sein. Wegen den Wasseranschlüssen, dass die an der einen Seite des Hauses Ja, sind. meinst du? Aber die kann man doch beliebig verlegen, oder nicht? Ja klar, aber es macht doch mehr Sinn, es von vornherein an einem Ja, Platz zu gut. verlegen, um weniger verlegen zu müssen im Endeffekt und dabei billiger Ja, dann das stimmt rauszukommen. wohl. Vorher, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Sonst kenne ich jetzt aber auch nicht so viele Häuser, die das haben. Nee. Ich habe schon, wenn du so möchtest, unseren Fail der Unsern? Woche. Ehrlich? Ach so, Also okay. Ich meinen dachte, auf jeden vielleicht. Fall. Meinen kann ich Ja, schon mal erzähl mal. erzählen. Ja, ist heute Nacht Oh, passiert, heute Nacht. Oh tatsächlich. Gott, oh Gott. Was passiert? Heute Nacht, ja. Ich war bei meinem Nachbarn heute Nacht Mhm. noch, beziehungsweise bis 2 Uhr. Ne? Und ich habe gesagt, so um 2 Uhr spätestens muss ich ins Bett. Weil, ach ja, 2 Uhr ins Bett, weil ich muss früh aufstehen für einen Ausflug, den wir heute geplant haben. Mit den Nichte, Neffen und ein bisschen Family, ne? Die ganzen Kleinkinder. Und können wir gleich gerne noch drüber reden. Aber ich musste auf jeden Fall früh aufstehen. Dachte, du gehst jetzt früh ins Bett und wollte um 2 Uhr ins Bett. Ich bin bei meinem Nachbar, ich sag so, ja, 2 Uhr, ich muss auf jeden Fall runter, ne, hau rein. Komm unten bei mir an, guck auf die Uhr im Schlafzimmer, 3 Uhr. Ich so, hä? Die muss falsch stehen. Das geht gar nicht, ne? Guck auf mein Handy, auch 3 Uhr. Ich so, hä? Wo ist denn die Stunde? Hä? Nein, das funktioniert doch gar nicht. War komplett verwirrt. Hab mich ins Bett gelegt. Na, ich so, nein, ich habe viel zu wenig Schlaf jetzt. Ich habe schon knapp gerechnet mit 2 Uhr. Ich so, nein, das geht gar nicht. Ich war heute Morgen komplett fertig. Ne? Meine Freundin sagt dann so, ja, super, war Zeitumstellung heute. Ich sage, ja, schön. Schön, dass ich das auch Boah, mal diese erfahren darf. Zeitumstellung, die, boah, Entschuldigung, aber die fickt einfach so alles irgendwie. Ich hasse sie. Ich habe die schon immer gehasst. Ehrlich. Nee, sorry, aber Eieieiei. die sind doch im Gespräch dabei, das Ist auch ein bisschen doof, abzustellen, würde ne? ich schon sagen, aber das ja, abzuschaffen. Warum die das immer noch nicht machen, verstehe ich nicht. Ja. Weil das ist einfach unnatürlich. Light saving, so heißt es ja in Amerika, das ist einfach nur völliger Quatsch irgendwie. Wärst du denn für Nee, also dauerhaft die Sommer- normale oder Zeit ist ja die Winterzeit? Winterzeit und die finde ich auch viel besser. Weil es ist einfach unnatürlich, dass Ja. es bis 10 Uhr abends im Sommer hell bleibt. Das braucht kein Mensch, das ist komisch. Irgendwie alle Leute, alle Tiere werden dadurch unruhig und das ist einfach, weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Da Echt. stehe ich aber hinter dir, finde ich Ja. genauso. Ja. Also ich soll das jetzt mal durchziehen. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man so andere Sorgen hat, aber. Ja, ist jetzt auch nicht so ein Riesending, einfach zu sagen, nee, ab dieses Jahr ist es nicht mehr. So, oder? Wo ist das Problem? Hast du Ja, schon ein genau. Fail der Ich habe Woche? auch ein Fail der Woche. Der ist mir letzte Woche, oder diese Woche, Montag, glaube ich, passiert. Ich weiß es nicht mehr. Das war richtig. Oh,
war so komisch. Also, wie war das denn? Ich war einkaufen und ich habe beim Aldi nicht alle Sachen bekommen, die ich eigentlich haben wollte. Und dann bin ich in einen anderen Supermarkt gegangen, bin ich bei Lidl rein und da brauchte ich aber halt keinen Korb, keinen Einkaufswagen für, sondern es waren eigentlich nur so zwei Sachen, die ich brauchte. Und wenn ich dann alleine unterwegs bin und genau weiß, was ich haben will, dann gehe ich auch richtig schnell überall lang und so, weißt du? Dann, ja, dann hole ich mir das. So, dann war ich, habe ich das, ich weiß auch nicht mehr, was ich kaufen wollte, aber ich hatte auf jeden Fall die Sachen schon in meiner Hand und war auf dem Weg zur Kasse. Und dann bin ich an den Getränken vorbeigelaufen, bin an so einem Mitarbeiter von Lidl lang und dann an den Getränken vorbei und dann rechts neben mir, während ich vorbeigelaufen bin, ist eine Colaflasche, eine geschlossene Colaflasche auf den Boden gefallen und ich dachte mir so, ah, okay, vielleicht hebst du die mal eben auf. Wollte die dann aufheben, die hat sich dann quasi gelöst durch die Kohlensäure, die da drin war. Ist dann irgendwie aufgegangen und die ganze Cola-Scheiße, boah, Alter, voll in mein Gesicht, in meine Haare, auf meine Jacke gespritzt. Boah, das, boah, ich war ohne Witz, mein ganzes Gesicht war nass und es hat so geklebt, es war so eklig. Und es sah halt so aus, als würde ich da richtig schnell langlaufen und die Colaflasche einfach runterschmeißen und dann wäre das meine Schuld gewesen. War es aber nicht. Und dann kam der Typ an von hinten, also der Mitarbeiter, und dann habe ich gesagt, ich so, die ist einfach runtergefallen. Die ist einfach runtergefallen. Um das nochmal so klarzustellen, dass ich das nicht war. Und er so, ja, ist schon gut, ich mach das. Weil ich wollte gerade so dabei, also ich war gerade so dabei, die aufzuheben, aber ich hatte noch Sachen in der Hand, das war, und mein ganzes Gesicht war voll mit Cola. Oh, boah, das war so kacke. Ja, und dann, ja, bin ich einfach zur Kasse und ja, bin dann zahlen gegangen. Also das war für mich der Fail der Woche, weil ich dann halt erstmal meine Jacke waschen musste und es war so. Also was für ein Zufall. Ich laufe da lang und in dem Moment fällt die Colaflasche runter und dann spritzt mir das ganze Zeug Kann ins ich Gesicht. verstehen, so richtig, richtig Mann. nervig. Ich hatte auch, Ja, einmal hatte ich einen Mann. ähnlichen Vorfall tatsächlich. Auch Supermarkt, ich wollte mir ein Sixpack greifen und da hatte irgendjemand eine einzelne Flasche rausgeklaut. Ich bin ganz ehrlich, das mache ich auch manchmal, ne? So. Und in Deutschland ist Ja. das üblich, ich kenne das aus dem Ausland oder habe schon mal gehört aus dem Ausland, die machen das da nicht. So einzelne Flaschen da rausnehmen, ne, machen die nicht. Echt? Hä, Sixpack, aber ja. also einzelne Flaschen aus so einem, So ein was Plastik, meinst du mit ja. Sixpack jetzt? So diese Plastik, ja. Okay, nee, das ist voll normal, ja. Also so aus so Das einer mache ich aber tatsächlich Bier-Sixpack, auch. diese Pappdinger, Das ne? mache ich Das voll. geht nicht. Was? Echt jetzt? Immer. Das würde ich nicht Denn. machen. Okay. Das ist ja voll unhandlich dann, Ja, wenn aber man ganz dann ehrlich, irgendwie so aus zwei da diesen weggeholt Plastikdingern einen hat. Also, rausgebrochen, das ist ja. genauso unhandlich und dann würde auch niemand mehr nehmen. Okay, hast du recht. Aber das Ding ist, ich wollte das rausnehmen Ja, einfach aber und okay, hatte das nicht finde drauf ich irgendwie geachtet. normal. Und auf einmal fällt dann eine Flasche, die da so halb dann drin hing, einfach runter auf den Kopf und geht sofort kaputt, sofort schäumt der ganze Laden. Und alles riecht nach dunkelbrauner Querbäckerflüssigkeit. Nein, wie unangenehm. Mit viel Zucker. Gott, ey, Scheiße. Ja, aber gerade zur Zeitumstellung, was du gesagt hast, wollte ich nochmal eben einhaken, weil das Witzige war, ich hätte das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht gestern bei meiner Schwägerin und meinem Bruder im Garten gewesen wäre. Und dann haben wir halt irgendwie, haben Gartenarbeit gemacht. Also ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Ich weiß, ich kam da hin, so weißes Oberteil, weiße Schuhe. Und dann so, ja, wenn du mithelfen willst, helf mit. Und dann dachte ich so, ja, schon irgendwie. Also ich hatte auch wohl Lust, aber ich war halt richtig falsch dafür gekleidet. Aber egal, kann man ja sauber machen. Na egal, auf jeden Fall haben wir dann später noch was gegessen, gegrillt. Und dann komme ich da in dieses kleine Haus rein und sage so, was, schon 6:45? Und dann sagt es, ja, nee, ist Viertel vor sechs. Und dann dachte ich so, ach so, ja, okay, ja, die hatten nämlich die Uhr noch nicht umgestellt. Und dann hat Svenja gesagt, ja, okay, ich stelle jetzt eben die Uhr um. Und mein Bruder sagte dann, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr, weil heute Nacht ist ja Zeitumstellung. Ja, und das war dann eigentlich eher so durch Zufall, dass ich das mitbekommen Ich habe, dass heute hatte sogar die Zeitumstellung Woche ist. eine witzige Geschichte, Ja. beziehungsweise nicht witzig. Ich fand es einfach cool. Es geht einfach wirklich um richtig schlechte Werbung für eine Marke. Also
Hier wird nichts gesponsert oder so ein Scheiß, aber da war eine Frau mit drei Kindern. Ich sage jetzt einfach mal dazu, Chinesen. Ja. Und warum? Der Junge hatte, weiß nicht, das waren zwei ganz junge Kinder, Warum? ja, und eins, das ein bisschen älter war. Und das war so süß. Also wirklich, das ältere Kind war bestimmt 6, 7 Jahre alt, wahrscheinlich zur Grundschule auf dem Weg oder so, und hatte schon einen Gitarrenkoffer mit. Und ich finde das natürlich toll, wenn Kinder schon früh anfangen, Musik zu machen. Aber es war halt, wenn man so schön sagen möchte, klischee-mäßig. Und ich fand es einfach witzig und toll. Ne? So, und ja, definitiv. Also die sahen schon nicht aus wie Chinesen oder was? Stimmt, Also, definitiv. aber Ja, aber den können wir Unterschied kenne ich ein Asiaten sagen? bisschen. Weil Beziehungsweise ich will kennst ihn du jetzt den hier nicht Unterschied komplett zwischen benennen. allen? Aber ich habe halt japanische Kampfkunst gemacht und da gibt es halt Unterschiede zwischen Japanern und Chinesen, ganz einfach. Definitiv. Okay. Ja. Nee. Ja, das ist klar, okay. Also ich meine nur, weil ich könnte das, glaube ich, jetzt nicht so sagen, ob Okay, auf ja, jeden welche Fall. Nationalität die reden jetzt. Der Naja, aber älteste okay. von den Söhnen geht raus, ja. Und der mittlere hat ihm gewunken zum Abschied. Das hat der ältere nicht gesehen. Erstmal nicht schlimm soweit. Der ganz Junge hat das aber gesehen und hat dann dem Mittelalten gewunken. Und ich fand das einfach so niedlich. Und die Mutter hatte eine Jacke an. Und also, das war auch ganz toll. Ich kenne halt viele Kinder, die dann, oder ich kenne die nicht wirklich, aber ich sehe halt viele Kinder immer, die irgendwie schreien in der Bahn und sich einfach nicht zusammenreißen können. Und ich denke, das hängt viel mit Erziehung zusammen. Natürlich sind Kinder eigenwillig und haben, ne, einen eigenen Willen, den die durchbringen wollen, was eigenwillig ist. aber diese Kinder haben sich einfach festgehalten, die waren Ja, total okay. ruhig, die waren aufmerksam. Das war total toll, wie die erzogen waren. Und die Mutter trug so eine Jacke, so ein ganz großer so Mantel war das, und da stand drauf Moments und dann No Things. Also Momente auf Englisch und keine Dinge. No Was? things. Na, und ich finde einfach das sehr, sehr schön und Ach diese so, no Philosophie things. dahinter sehr Okay, schön. also keine Dinge, Und ja, das war eine Familie, wo ich mir dachte, echt tolle Menschen. Na, ehrlich mal wieder positiv von der Menschheit überrascht worden. Vielleicht ein großer Win der Woche. Ehrlich, das war ein großer Win der ja, Woche. das ist echt schön. Ja, stimmt. Ja. Ich finde das auch gut. Manchmal bin ich morgens in der Bahn und denke mir so, wie traurig irgendwie. Ich gucke alle Leute an. Jeder, also wirklich jeder hat so diese kleinen Kopfhörer drin, hört für sich selbst Musik oder was weiß ich, vielleicht auch einen Podcast oder keine Ahnung was. Aber jeder will irgendwie so vom anderen nichts mehr mitbekommen. Es sei denn, da sind halt zwei, die dann zusammen in die Bahn eingestiegen sind, okay. Aber ja, also man kennt es ja so, manchmal hat man ja Musik, um dann natürlich bewusst nicht mit anderen Menschen interagieren zu müssen, so ja, oder man hört keine Musik, bis man jemanden sieht und dann hört man Musik, weil man sich denkt, oh ne, da habe ich jetzt keinen Bock auf den. Aber manchmal ist es auch cool, einfach ohne irgendwelche Geräte, ohne irgendwie irgendwas im Ohr zu haben, durch die Gegend zu laufen, in der U-Bahn zu sein. Vor allem finde ich das halt auch so, wenn man mal eine Frage hat an irgendjemanden, dann fühlt man sich direkt irgendwie so ein bisschen, ja, als wäre man irgendwie so störend, wenn man jemanden anspricht, der dann so Kopfhörer im Ohr hat, weil, weißt du, der muss dann ja erstmal die Kopfhörer rausnehmen und dann musst du dich dafür entschuldigen, weil du willst den ja nicht stören und bla. Und da denke ich mir so, ach, weiß ich nicht, ich kenne auch andere, also ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit den Leuten aus den USA, als ich da ja öfter jetzt mal war. Die sind halt viel offener, was so Smalltalk angeht. Und das finde ich irgendwie cool. Also meine Mutter zum Beispiel mag das gar nicht so richtig, weil die sagt, das ist alles total oberflächlich und irgendwie steckt nichts hinter. Aber für mich muss da auch nicht immer was hinterstecken in jedem Gespräch, weil es kann trotzdem die Laune heben, wenn man einfach mal so mit jemandem einen Smalltalk hält in der Bahn für 2, 3 Minuten oder für 10 Minuten, keine Ahnung. Und dann geht man getrennte Wege und man muss ja nicht unbedingt jeden Menschen dann irgendwie persönlich kennenlernen, aber Ich weiß ich nicht, das bin kann ja auch einfach mal tatsächlich irgendwie so nicht den so der Tag ein bisschen Smalltalk-Typ, versüßen. dass ich jetzt irgendwelche Leute zugehe und die anspreche. Hey, na, schönes Wetter heute, wa? Da,
Das finde ich auch ein Nee, bisschen cringe nein, so mittlerweile, nicht. wenn noch was Das will ich auch nicht passieren machen. würde. Ja. Aber ich bin halt, ich mag das sehr gerne, wenn man sieht, dass Menschen mitdenken oder halt umsichtig sind, in der Bahn oder was auch immer. Für mich ist es auch halt eines der natürlichsten Sachen, wenn eine ältere Person in einer U-Bahn einsteigt, dass sie sich da hinsetzen darf, direkt am Ausgang, wo ich vielleicht gerade sitze und am Handy bin. So, das gehört sich einfach so, meiner Ja. Meinung nach, dass man als jüngerer Fahrgast sagt, ich kann gut stehen, die Leute, die sowieso klapperig sind, also Ja, das auf jeden sollte Fall. selbstverständlich sein. Und sowas, wenn da andere Leute auch genauso denken, das ist immer schön, beziehungsweise das möchte ich gerne von Menschen. Ja, das finde ich auch gut. Und genau das meine ich, da dieses umsichtig sein und wenn man dann mal irgendwie kurz ein paar Worte austauschen, man dann ins Gespräch kommt, dann ist das, dann basiert das auf so einer Höflichkeit und ist einfach total freundlich und klar kann das dann halt vielleicht oberflächlich sein, wie gesagt, Weißt du, aber was ich also ich damit finde es für ein halt Problem irgendwie, habe? ich finde es ganz nett. Stell dir vor, ihr habt eine kleine Situation, du und x fremde Person, ja, und kommt dadurch kurz einmal in Gespräch und dann redet ihr noch kurz miteinander. Irgendwas komplett unsachliches oder, was, nee, nicht unsachlich. Wie nennt man das? Irgendwas, was, ja, was total egal ist Ich einfach. weiß jetzt nicht. Irgendwas, was total Also egal und ist. Und das persönlich? besprecht ihr so ein bisschen so und kommt so ins Ja, Gespräch und dann, okay. wie beendest du so ein Gespräch? Ja, okay. Und dann gehst du einfach. Ja, ach so. Ja, kommt ja erstmal auf die Situation drauf an, ob man zum Beispiel, wenn man ja in der Bahn ist, irgendwann muss man ja aussteigen. Ansonsten sagt man ja, okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis dann oder tschüss oder so, einfach so. Meistens ist es ja in so Situationen, in denen man dann schnell irgendwie rauskommt. Und wenn nicht, dann weiß man ja, dass man mehr Zeit hat und dann redet man ja auch schon automatisch irgendwie anders und fängt ja auch anders an irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Also ich war zum Beispiel mal auf einer Zugfahrt, die ging 2 oder 3 Stunden und da saß ich dann auch neben einer fremden Frau, weil es war kein anderer Platz mehr frei. Oder sie sagte so, ja, hier, mein Platz ist frei, Sie können sich gerne nehmen, ich setze mich so, ja, okay. Ja, dann haben wir halt, dann sind wir auch ins Gespräch gekommen und da hat sie mir erzählt, wohin sie jetzt fährt, warum und bla. Und dann weiß man ja schon von Anfang an, ja, okay, das wird jetzt hier eine 2, 3 Stunden Fahrt und das ist jetzt nicht mal eben mit dem Smalltalk dann so fertig, sondern selbst wenn man dann nichts mehr zu erzählen hat, dann, keine Ahnung, fängt man vielleicht nach 5 Minuten Ich wieder habe an auch zu reden. durchaus schon mal in so Also, Situationen gesagt, ja, ich würde dann jetzt gerne wieder Musik hören. Einfach, ach, wäre so, ja, aber auch schon ach so nach so, ja, zwei hä, Minuten, wenn der das geht ja Mensch auch. mir einfach So. auf den Sack geht. Ja, ich würde dann jetzt gerne wieder Musik hören. Finde Sorry, ich nicht in Ordnung, geh mal ich bitte fand dich einfach nur wieder. scheiße. Aber ich hatte das auch. Ich hatte ja Ja. letztens Handwerker hier in der Wohnung, Okay, die den oh. Heizkörper fanden. Und der Typ hat mir einfach seine Lebensgeschichte erzählt, ne? Und mit mir die ganze Zeit geredet. Das war der Tag, wo ich von der Psychologie-Klausur nach Nee, Hause ja. kam. Und er wollte dann unbedingt auch über die Klausur mit mir reden, ne? Und er, oh ja, ich finde diese Ansätze sehr interessant. Und Hä? hat sich Was? so richtig hochgelabert, ey. Das erste, was der zu mir gesagt hat, er kam rein, was haben Sie mal für eine Kampfkunst gemacht? Und ich gucke den an, ich wieso, wie kommst du darauf? Dass ich das nicht mehr mache. Also, ja, nee, weiß ich nicht. Ich gehe Ja, fair, ich mach das stimmt. noch. Aber wegen, ne, Corona geht das jetzt schlecht. Ja, klar, aber. Aber doch Ja, aber auch bestimmt mit Maske, mittlerweile Sport und bla. ist Ich es dann nicht mehr so, habe mich dass, jetzt so ja. lange zurückgezogen, bis wirklich wieder alle Regelungen weg sind, dass du bedenkenlos einfach Sport machen kannst, ohne dir Gedanken über Körperkontakt zu machen. Ja, aber. Der Ja, eine Virus ist Woche ja noch, nicht ne? weg, sag ich mal, ne? Ja, aber ja, okay, aber wie lange willst Du du denn da jetzt kannst, noch drauf ja, warten? du Gibt es kannst ja ja die noch 2 Jahre Inzidenzen so. Es gibt ja auch angucken, andere gucken, Viren, die du wie dir viele Leute einfangen einfach noch krank sind, schlimm krank sind, ne? Auch wenn sich das jetzt immer weiterentwickelt, immer weiter Ja, mutiert und immer schwächer okay, aber. mutiert oder so. Der Fall mal angenommen, so, dann wäre es mir auch irgendwann egal, wo ich sage, ja, okay, dann werde ich jetzt halt so ein bisschen Coroni krank. Dann heißt es halt nicht mehr Corona, sondern Coroni.
wird verniedlicht, weil die Variante viel ungefährlicher ist. Ja, und dann würde ich auch wieder zum Training gehen, gar kein Thema. Ja, aber wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass du dafür dann noch ein bisschen länger warten musst. Und jetzt umarmst du ja auch schon Leute und du bist ja auch geimpft, doppelt und dreifach. Und ich weiß nicht, also in einer Woche ist es, glaube Ja. ich, auch so, dass die Maskenpflicht dann entfällt hier in NRW. Da wird der Lappen Ja. abgenommen. Aber ganz ehrlich, ich werde Ja, so aber oft okay, wenn du warten vergessen, willst. den Lappen abzunehmen. Hey, ja, vor allem Ja, musst du es ja auch nicht. definitiv. Die Also in werden der auch Schule werde mit ich weiterhin eine Sicherheit zu uns Maske sagen, tragen. dass es gerne gesehen wird, wenn Maske Vielleicht. getragen wird. Verständlich ist. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht so im Treppenhaus, wenn man alleine nach oben läuft, im vierten Stock, dass Nie man wieder da ein die Maske mal Treppenhaus. abnimmt. Weil das ist schon Bomb. Boah, mit Ja, Maske immer das ist vier schon hart. Stockwerke rauf, jeden Morgen, jede Pause und bla. Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber das, also vielleicht dann da. Aber sonst mit so vielen Leuten in der Klasse. Ich verstehe es auch nicht, wie man ständig vergessen kann, das Fenster aufzumachen. Also unter der Maske mit vielen Leuten im Raum und geschlossene Ciao, Fenster. ich wusste, Das dass das ist. kommt. Ciao. Also das kann ich nicht. Dann. Boah, ich flipp dann aus innerlich, ey. Dann kriege ich so krasse Kopfschmerzen und die Luft ist so stickig. Vielleicht ist es so ein bisschen pingelig, aber ich Okay, ich kann habe es eine gar geile nicht haben Überleitung. irgendwie. Von so Dingen, die uns penetrant auf den Bitte. Sack gehen. Wie Corona. Eine Sache, die mir sehr auf den Sack geht. Und zwar, wenn ich mich bewerbe für einen Job, ja, und ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werde, gehe ich nie hin. Ich gehe höchstens zu einem Vorstellungsgespräch. Okay. Aber nicht zu einem Bewerb. Du hast dich schon längst beworben. Hättest du dich nicht beworben, hätten die dich nicht eingeladen. Weißt du, was ich meine? Aber es geht, also es ist ja ein Gespräch Nee. aufgrund deiner Bewerbung, Es geht um oder die es geht ja Vorstellung. Es um geht deine um die Bewerbung, ja klar. Vorstellung des Bewerbers dem Unternehmen gegenüber und dem Unternehmen gegenüber den Bewerber. So, die haben das Unternehmen. Das Richtig, Unternehmen ja, hat. aber auch um die Bewerbung. Das Also man Unternehmen hat kann es ja meiner Meinung beides nach haben. ein Bewerbergespräch und du hast ein Vorstellungsgespräch, wenn das Unternehmen sich nicht vorstellen will. Ansonsten haben beide Parteien da für mich ein Vorstellungsgespräch. Also Vorstellungsgespräch finde ich auch angebrachter, weil was man ja auch oft nicht, be also nicht bedenkt, so was du jetzt gerade gesagt hast, der Bewerber, die Bewerberin, Bewerberin muss ja halt auch schauen, ob die Firma zu demjenigen selbst passt. So, die Firma muss sich ja Ja. auch vorstellen, ne? Und aber trotzdem geht es ja Ja, um die Bewerbung. Also um sich das Wort an selber sich zu passt ja bewerben. eigentlich auch. Ja. Nee, also wie du ja schon sagst, die Bewerbung hast du ja schon abgeschickt, aber das Gespräch geht ja dann um die Richtig. Bewerbung. Und Und um das wird ja das nochmal Werbung vertieft. machen zu seiner eigenen Person. Nee, ist doch Ja, so. okay. Werbung ist ja nur Information. Ja, aber Über Bewerbung. dich, die dich attraktiv machen Ja, sollen. Bewerbung und Werbung ist ja jetzt nicht das Bitte? Gleiche. Bewerbung und Wieso, wenn Werbung ist etwas ja nicht das beworben wird, Gleiche. wird Werbung dafür geschaltet. Ja, gut, aber Bewirb also eine dich. Be ja, okay. Schickst du so einen Spot von dir selber dahin. Ja, aber wirb dich, kann man das Bewirb auch dich? sagen? Nein. Ja, weil sonst wäre es ja das gleiche Wort, Werbung und Ja, ich Bewerben, glaube, das kommt auch Bewerbung. vom gleichen Wortstamm. Das kann ja wohl sein. Ich weiß jetzt gerade, also auf welcher Richtiger Grundlage Holzweg ich irgendwie. das jetzt gesagt habe, weiß Richtiger Holzweg. nicht. Aber wie ich gerne Danke, sage, okay. Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Okay, Alles alles klar. klar. Ja, Ich hatte gerade okay. noch, wo du gesagt hast, das ist komisch heutzutage. Jemanden im Bus anzusprechen, der Kopfhörer an. Ach, jemanden anzusprechen, der Kopfhörer drin hat. Mir ist das heute im Bus passiert. Richtig weird und lustig irgendwie. Pass auf. Ich bin in den Bus eingestiegen und die Busfahrerin guckt mich an und sagt: Wissen Sie, wo ich langfahren muss?
Und ich gucke sie an, ich so, Was? nein, weiß ich nicht, Hä? ich komme nicht von hier. Und sie so, ich fahre die Route heute zum ersten Mal, ich habe keine Ahnung. Und ich so, aha, das erklärt die Verspätung auf jeden Fall schon mal so. Wir so, nee, aber ich weiß es nicht. Die so, ja, können Sie vielleicht die Dame hinten mal fragen? Da war noch ein weiterer Fahrgastinnen drin. Okay. Ich gehe hin und frage sie so. Also erstmal stehe ich einfach vor dieser Person schon und sie hat mich nicht gesehen, sie hat aufs Handy geguckt und hatte Kopfhörer drin, ja. Und ich habe einfach so deutsch wie ich bin meinen Zeigefinger gehoben und so zwischen uns gehalten in der Luft. Ich habe so meinen Zeigefinger in der Luft gehalten, als wollte ich Zeigefinger. aufzeigen, nur halt so zwischenmenschlich, also genau Ach zwischen den so, okay. Menschen. Und sie guckt mich an, total verwirrt. Ja, So, Entschuldigung, könntest du einmal ja. zur Busfahrerin gehen? Die weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu lustig. Und dann ist Was sie eine halt nach vorne Situation. gegangen. Und dann, ja, wo muss ich lang? Hat sie ja gesagt, wo sie lang fahren muss. Und dann fragt die Busfahrerin, ja, wann müssen Sie denn raus? Ja, so und so, ne? Und das waren irgendwie zwei, drei Haltestellen. Wir mussten später raus. Ich so, nein, wir kommen niemals an. Und dann ist aber irgendein Ticketkontrolleur eingestiegen und der hat dann gesagt, ja, ich navigiere dich dann. Also, boah, Gott sei Dank ist der eingestiegen. Ah, Also, okay, gut. Okay, gut, ja. Ich wollte gerade sagen, hä, warum nimmt die du nicht musst ja einfach zu ihren den Navi Haltestellen, und ja. macht Navi an? Aber das geht ja nicht, weil du. Entschuldige. Ja, danke, wollte ich gerade sagen. Ja, kein Ding. Tatsächlich weiß ich, Aber weil ich auch das gerne wäre mal dann, vorne im ja. Bus sitze, um mir das Ganze vorne alles anzugucken. Die haben da teilweise auch ein Navi mit eingebaut, aber das ist voll schlecht. Das zeigt dir halt so einen Pfeil geradeaus, einen Pfeil links, Pfeil rechts, aber wann und wie, keine Ahnung, so richtig schlecht. Das ist also auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, okay. Vielleicht können die das lesen, aber du Stimmt, nicht, weil du natürlich. nicht gelernter Das kann gut Busfahrer bist. sein. Kann ja auch sein. Ah. Wer Ja, sicher. weiß, wie es ist. Boah, bist du mal in einem LKW Ich mitgefahren? arbeite ja theoretisch mit LKWs, Ja, nur ich fahre was halt heißt denn ja keinen sicher? 40-Tonner oder was auch immer. Nee, aber ich fahre ja auch die großen Touren mit Ja, und die eben. sind immer mit einem großen Auto. Logisch. Ja, was Ja, heißt, ja, 7,5 was Tonner, heißt denn großes richtig. Ja, Auto? 40 Also Tonner auch noch ein nicht, siebeneinhalb aber Tonner bist du 7,5. damit gefahren? Okay. Okay. Boah, ich finde es so weird irgendwie, dass man auf einmal so richtig weit oben sitzt und man denkt, man hat irgendwie, ja, eine viel bessere Übersicht, aber dann auch irgendwie nicht. Also zum Beispiel, wenn man so um Kurven fährt. Also, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja noch nie selbst gefahren, aber als ich da mal mitgefahren bin, Kann war ich das mir gut schon ein bisschen, vorstellen. Ja. ja, sehr befremdlich. Ja. Ja. Ja, ich fahre ja auch diesen 3,5 Tonner, aber der Ja, ist ich auch sehr war, hoch. ach Also da so. täuscht man sich schon gerne mal, wie hoch das auch ist, ne? Das ist, aber auch da gewöhnt man sich sehr dran, so weit oben zu sitzen. Das Problem ist allerdings, wenn du dich dann wieder in so einen tiefer gelegten Passat setzt oder so. Boah, das kommt einem so vor, als ob man direkt auf dem Boden unten sitzt und da rumfährt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Wie Kartfahren ist Autofahren. Ja. Ja, das glaube ich wohl. Ich wusste gar nicht, dass du Also einen 3,5 Tonner Dreieinhalb-Tonner wäre ja auch fährst. ein Bulli, Das ist ja weil witzig. Ich 3,5 dachte Tonner ist immer einfach so nur ein ein Bulli normales, oder normaler so. PKW. Oder Aber so ein. der ist halt. Ja, ich dachte. Ja, Ja, das aber ist ein ich. Ja, Kastenwagen okay, wenn mit ich einen Laderampe. Dreieinhalb-Tonner höre, dann denke ich immer an so einen Kastenwagen. An Ja, so einen genau. Kasten. Jo, und Ja, der, also mit dann Laderampe ist würde ich halt an so nicht einen immer da, Kastenwagen denken. aber ist halt mega cool. Aber dauert mir zu lange immer. Dauert immer 10 Sekunden pro Vorgang. Ja. Ja, ist klar. Nee, bei uns gibt's das Ja, und nicht. wie Nein, machst du bei uns das gibt's dann, das das nicht. andere ohne Laderampe? Kannst du nicht einmal das Besteck da Bei rausholen uns oder gibt's was? das nicht. Gibt's nur in der Gipsfabrik. Gips, Sorry. gibt's das nicht? Oh, ich wollte den Spruch nicht klauen. Wir waren ja heute Ja, spazieren, interessiert kein dich Ding. das? Kein Okay, Ding. interessiert, nö. Kein Bock. Ach Will so, ich ja, nicht drüber sorry. reden. Nice. Aber das könnte eine gute Okay. Überleitung zu meiner Frage sein, die ich Ne, jetzt wir waren ja eigentlich stellen wollte. heute Aber ja, okay, erzähl unterwegs mal in erst. Gladbeck und da gibt es so ein Schloss, so ein ganz kleines Schloss ist das, mit Wasser drum. Und das ist wirklich schön da. Und die Gegend ist auch schön. Da gibt es auch ein Denkmal in der Nähe.
für die Opfer, für die deutschen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und da waren heute ganz viele frisch Vermählte, die da ein Fotoshooting hatten. Ja, ganz viele tatsächlich. Ja, Irgendwie kann ich treffen sich mir da ganz viele mehrere. Hochzeitspaare, um da schöne Fotos, aber es ist echt eine schöne Okay. Kulisse da. Also das schöne Denkmal, das kann ich dir mal schicken. Ich habe da ein paar Fotos gemacht. Ja. Ja, genau, das war in Gladbeck. Ah, das ist ja cool. In In Gladbeck, sagst Wittringen du? oder so? Wittlingen? Ja, voll cool. Ich kenne nur Also ich Wettsaufen. kenne nur Wettringen, aber das ist da in meiner Heimatstadt dann in der Nähe. Oh Gott, Gott. Ja, das auch, aber nie persönliche Erfahrung mitgemacht. Nee, aber wenn du jetzt so spazieren sagst, ich war letztens auch spazieren. Das war auch witzig irgendwie. Ich wohne ja jetzt auch schon ein halbes Jahr und wenn ich spazieren gehe, dann finde ich immer neue Ecken, wenn ich mal so ein bisschen irgendwie, ja, wenn ich mal Lust habe, irgendwie ein bisschen weiter zu gehen oder andere Wege zu gehen als die, die ich sonst gehe. Und dann auf einmal kam ich einfach an der Autobahn raus. Also nicht an der Autobahn selbst, sondern, also ich hätte auch auf die Autobahn laufen können, ohne Witz. Das war jetzt nicht irgendwie so abgezäunt oder abgesperrt oder so. Also irgendwann war ich da so wirklich literally an der Autobahnauffahrt. Aber ich bin dann halt an der Autobahn lang gefahren und direkt daneben war dann so ein Friedhof. Da bin ich da lang. Und der war so cool. Der war richtig schön. Den fand ich echt toll. Dann bin ich da so ein Über bisschen die Gräber. Wir rumgelaufen. sind ein bisschen drüber gelaufen. Und dann. Ja, genau. Ja. Und dann kam mir so die Frage in den Sinn und dachte, die stelle ich dir mal. Hast du irgendwas in der Natur, was du am liebsten magst? Irgendwie, dass du, weiß nicht, am liebsten an einem Fluss entlang spazieren gehst oder irgendwie am liebsten am Meer bist, wenn du in Urlaub fährst oder. Weiß nicht. Ist da irgendwie was Mehr Bestimmtes bei tatsächlich dir? nicht, weil das ist immer so kalt. Vom Meer kommt immer so viel Wind her und das ist nicht meins. Ja, Richtig, okay, das ist dann so eher tatsächlich Deutschland und Berge Niederlande und und so. so, Ich meine, da ne? ist auch Also arschkalt, die Nordsee. aber wenn du so einen Berg hochgehst, zum Berggipfel oder halt, ne, zu diesem Kreuz, wie heißt er, Wandererkreuz? Gipfelkreuz, Gipfelkreuz heißt das. Wenn du da so hingehst und teilweise so über den Wolken oder mit den Wolken auf einer Ebene stehst, wenn du so einen sehr weiten Weg hinter dir hast, das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Ja, ich Berge, bin ein richtiger also da Eremit. fühlst du dich so richtig gut. Also Berge so in der Wenn du so Natur einen sind für schönen dich so Mountains Naturbelassen so ultra. hast, ne? Und ja, nicht Berglandschaft, aber so halt, wo du auf jeden Fall lang gehen kannst, ne? Also nicht so bergig, dass man da klettern muss wie ein Affe, sondern dass du da schön hochspazieren kannst. Das ist cool auf jeden Fall. Und dann auch schön Ja, hoch. Also verstehe. Höhe ist da schon Okay. geil. Was ist das bei Verstehe. dir? Friedhöfe seit neuestem. Also, ich glaube. Nee, nicht sehr neues. Nee, Spaß. Also ich gehe schon gerne über Friedhof. Das habe ich irgendwie richtig seltsamerweise von meiner Mutter. Die macht das auch irgendwie und ich glaube, das habe ich von der irgendwie so mitbekommen. Ich weiß nicht, das gibt einem was Beruhigendes, witzigerweise. Ja, und nee, bei mir sind es tatsächlich, also wenn ich in die Natur gehe, dann bin ich richtig gerne in so Wäldern oder irgendwo, ja, schon so eine Landschaft, wo es halt viele Bäume gibt, vielleicht mit einem Bach oder so. Fluss finde ich auch ganz cool, wenn er irgendwie nahe gelegen ist, aber schon Wald finde ich ganz gut. Meer war nie so mein Ding. Also finde ich schön, wenn man da ist und die Luft an sich ist auch immer toll und man, also es kann auch sehr beruhigend sein, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich eher so mit Wald aufgewachsen bin, weil meine Mutter hat damals von ihrem Vater so ein Waldstück bei uns in der Nähe geerbt und da waren wir früher als Kind richtig, richtig oft und also da haben wir auch so Familienausflüge gemacht also so als Patchwork-Familie, weil irgendwann hat meine Mutter ja jemand Neues kennengelernt, der hatte auch eine Tochter. Und dann mit unseren Nachbarn und den Kindern, die waren genau im gleichen Alter wie wir, dann sind wir immer zusammen hin mit unserem Hund und so. Und da waren wir immer richtig viel im Wald.
Und weiß nicht. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass hier so in der Umgebung, da wo ich immer gewohnt habe und hier auch in NRW und so, dass da so in der Nähe, wo ich gewohnt habe, immer halt Wälder waren. Oder so, ja, irgendwie so in der Art, die Landschaften. Das finde ich irgendwie immer am beruhigendsten, am schönsten, auch zum Spazierengehen. Und früher waren wir mal im Urlaub irgendwie in Winterberg, Neuastenberg. Und das war so der einzige Berührungspunkt, den ich mal mit einem Berg hatte. Der Kahle Asten hieß Karl es, glaube ich. Asten. Kennst du das? Der Karl, nee, Der kenne ich Kahle nicht. Asten. Ja, Kahle Ich weiß, Asten. der Name Karl Asten. Ne? Ja. Aber sonst war ich nie in Bergen unterwegs. Okay, ich war damals mit der Schule in Rumänien und das war voll krass, Wö? ja. Okay, krass. War ein cooles Projekt, das hieß Weltgewand und es ging um Kleidung, die in Entwicklungsländern beziehungsweise halt in ja, ärmeren Ländern hergestellt werden und auch zu welchen Bedingungen. Und dann haben uns da halt Kleidungsfabriken angeguckt, wo halt und halt auch mit Leuten geredet, die aus ärmlichen Verhältnissen da kommen, die für viel Arbeit wenig Ah, Geld krass. kriegen. Wir waren in einer Unterkunft, die sehr heftig abgewrackt war, die auch bedenklich war, an Schüler zu geben. Direkt auf dem Hof waren so offene Stromkabel und so ein Scheiß. Also es war schon richtig crazy da. Und dann haben wir uns auch das Leben auf dem Land angeguckt dort. Und da war auch sowas Heftiges. Das kann ich ja gerne mal erzählen. Was sehr Negatives jetzt. Da haben Mütter, die auf der Straße sitzen, den Kindern im ganz frühen Alter schon die Beine an den Körper gebunden. Erstmal mit so Seilen und so, damit die bewusst behindert werden, um später betteln zu können. Ist das Was? krank? Habt ihr Ja, das auch da gesehen? saßen halt schon Kinder, die so aussahen. Und dann hat der Tourguide, wenn es da durchgefahren ist, uns das erzählt. Und wir waren halt nicht so 12, 13 Jahre alt. Total verstört. So, Oha. Alter, was? Und das war schon krass. Hä, Ja, das was ist war die das denn? ländliche Gegend da, ne? Und das war schon heavy, was es da so gab. Ja, aber das, also, okay, gut, ihr wart da 12 oder Ja, was? Ist 14, weiß aber ich, auch kacke, wenn 14, man da so, 13, 14, so die Richtung. okay. Aber wenn man da so durchfährt und dann wirklich die Leute anguckt, als wenn, also, Ja. weißt du, als wenn die im Zoo wären. Nee, also war ja einfach nur so eine Exkursion und wir sollten halt mal einen Begriff dafür kriegen, wie das so ist. In anderen Ländern zu wohnen, zum Beispiel auch. Und da waren wir in den Karpaten und haben da ein bisschen, sind wir da gewandert. An eine Quelle sind wir gewandert und haben da frisches Quellwasser getrunken. Unglaublich tolle Erfahrung. Ja, aber auch halt viele negative Seiten da kennengelernt aus der Region, die natürlich auch prägend sind, ne? Ich meine, Ja, glaube ich, ja. so, aber was es bleibt uns hier viel übrig, außer Secondhand kaufen. Und Kleidung, die total auf, ja, Umweltfreundlichkeit, auf Nachhaltigkeit, ja, auf all diese Dinge eingeht. Ja, Weil also es ist. dann kostet es natürlich auch mega viel. So, und alles Günstige ist direkt wieder, du unterstützt damit Kinderarbeit. Das Teure, aber genauso. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Secondhand finde ich richtig gut. Wenn es guter Secondhand ist, auf jeden Fall auch. Ich war tatsächlich noch Das nie in Ding einem ist. Secondhand-Laden. Schande über mein Haupt. Nicht? Nee, war ich, können wir gerne mal zusammen machen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also. Ein Bekannter von mir, der hat einen Secondhand-Laden, aber halt in meiner Heimatstadt. Da bin ich aber echt öfter und von dem habe ich auch schon einiges gekauft. Und das finde ich auf jeden Fall, das ist so Vintage-Mode hat er da so. So 90er Jahre. Ja, und aber sonst, ja genau, wie du sagst, also egal jetzt, ob arschteuer oder. Also okay, arschteuer kann ja auch nochmal zwei andere Sachen sein. Also einmal Marken, die man trägt, um irgendwie andere zu beeindrucken. Oder es ist halt teuer, weil es tatsächlich Bio-Baumwolle ist oder weil es tatsächlich Fairtrade ist oder wie auch immer. Aber ich Richtig. finde, da ist dann halt, ach, das ist dann halt so voll der Akt, will ich schon fast sagen,
sowas zu kaufen, weil man muss sich da irgendwie hintersetzen und gucken, ist es wirklich Fairtrade gehandelt? Wo werden die Sachen hergestellt? Und wie kann es zu dem Preis kommen? Weil man will ja auch nicht dann einfach irgendwie richtig viel Geld ausgeben für irgendeinen Pullover, der dann angeblich Fairtrade gehandelt ist, und dann im Endeffekt wird das dann doch irgendwo anders hergestellt, weißt du? Also man muss da dann schon irgendwie zu 100% sicher sein, dass das, was sie da verkaufen, dann auch tatsächlich schon in Ordnung ist, die Ware dann. Ja, und das Das ist ist, dann. glaube ich, sehr schwierig, ja. Ja, finde ich auch. Finde es auch schwierig. Okay, dann dürfen wir zu was Lustigem kommen. Klar. Okay, für alle Hörer. Wir haben uns etwas ausgedacht, was es, glaube ich, so in den deutschen Podcasts noch nicht gibt. Und zwar lustige Städtenamen. Und ich würde gerne mal den Anfang machen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da freust du dich, glaube ich, schon die ganze Woche drauf. Ich freue mich die ganze Woche drauf, weil seitdem wir uns klar sind, dass wir das machen wollen, Ja. habe ich schon den perfekten Namen für die erste Oh Folge. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, ich fange an mit dem Namen. Ganz einfach schlichtweg Orbis. Oh, bist du? Ja, Ja, okay. Orbis. In der Verbandsgemeinde Kirchheim-Bolanden. Okay. So, das liegt ungefähr etwa 40 Kilometer südwestlich von Mainz. Hat eine Fläche von 5,68 Quadratkilometern, also relativ klein. Und darauf leben 689 Einwohner, Stand Dezember 2020. Wie viel? 6000? 689. Achso. So gut wie Ja, nichts, echt ja. jetzt? Oha, das sind die nicht. So. Besonderheiten dieser Stadt, und jetzt kommt's. Keine eigene Bahnhaltestelle, man muss Oh. halt im Umland, muss in dann, ich glaube, in Kirchheim-Bolanden muss man dann aussteigen und dann dahin fahren oder abgeholt werden. Und jetzt kommt was, was ich richtig crazy fand. 21 Namensänderungen hatte Orbis Oha. zwischen 1200 und 1824. Ja, das sind 624 Jahre. Und ich lese mal kurz vor, wie die Namen waren. Horbeitz, Orberts, Orbes, Orbeitz, Urbis, Orbeitz, Orbes, Doming, de Hey, auf einmal ganz Orbeitz, anders. Übes, Orbes, Erbeis, Urbes, zur Ohrwiese in den Dorf und Marke. Urbis, Urbas, Erbis, Urbs, Urbes, Orbis, Orbisheim, Orbisheim mit 2 S und Orbis. Hey, Orbis war einfach voll oft, bevor das dann. Nee, Orb, Ja, aber. komplett immer Ach anders so, geschrieben. okay. Ganz, auch Orbes im Sinne von Orbez. Ah, okay. Oder Horbeitz, Horbiez. Und wie wird es jetzt geschrieben? Beiz. Na ja, Orbis. okay. Oh, bis. Orbis. Wenn man das googelt, kommt als erstes eine Firma. Ah, echt? Ja, nicht mal die Ja, Stadt. okay, aber ist Und auch eine verständlich. Firma, die Online-Marketing macht. Ich habe noch mehr. Das ist halt, Orbis ist die lateinische Bedeutung für Kreis. Ja. Und in der Astrologie der Umkreis oder Wirkungsbereich, der sich aus der Stellung der Planeten zueinander ergibt. Ja, okay, ja, daher kennt man ja auch Ist das Orbis ein auch. geiler Name für eine Ja, Mann. Stadt? Also, als du Orbis gesagt hast, habe ich halt auch direkt an so Planeten und so einen Kram gedacht, weil das halt, ja, irgendwie, das bringt man so ein bisschen damit in Verbindung. Deshalb, also, der Name ist schon richtig cool, aber es würde mich auf jeden Fall sehr abschrecken, dass da so wenig Leute drin wohnen. Nichts los auf jeden Fall. Und du kommst auch nicht hin. Also nur mit dem Ja, Auto. genau, richtig. Oder mobil halt. Ja. Ja, crazy. Also ich habe mir ein Gebiet ausgewählt und keine Stadt. Und das halt auch nur, weil, was heißt das nur? Ich war nämlich jetzt nicht explizit auf der Suche, wie du es warst, sondern mir ist was eingefallen, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe und dachte, das droppe ich jetzt hier als erstes. Und zwar ist das der Eleonorenwald. Ist das nicht witzig? Ja, das ist schon Das ist cool. witzig, ne? Das ist einfach ein Name und dann ist es ein Wald. Aber das ist ein Wort. Ach, witzig. Also, ja, es ist halt nicht der Wald, sondern Eleonorenwald. Und der liegt im Landkreis Emsland.
Also, das ist eigentlich auch gar nicht mal so weit entfernt von meiner Heimatstadt auch. Und es ist ein Laubwald, ganz wichtig zu wissen. Vor allem Und für den es, Deutschunterricht. genau, für den Deutschunterricht und halt jetzt nochmal so, um ein bisschen den Bogen zu schlagen, ne? Wald, ich spaziere gerne durch den Wald, Natur und bla. Und der ist 2065 Hektar groß und ist ein Naturschutzgebiet, beziehungsweise irgendwie zwei Drittel davon oder so. Ja, aber mehr habe ich dazu jetzt auch nicht. Und das ist jetzt nichts irgendwie super Spezielles. Aber ich Okay. fand den Namen halt ziemlich witzig. Ja, nice. So, ich habe bis auf zwei Sachen alles von meiner Agenda abgearbeitet. Und wir haben noch so gute 10 Minuten. Ich habe noch eine Frage an Ah, dich. Aber erzähl. du hast ja auch noch zwei Sachen. Ach so, gut, dann kannst du die Frage auch für dazwischen aufsparen. Okay. Okay, gut. Erst die krasse Geschichte. Ich erzähle jetzt die Geschichte und den ganzen Zuhörern, die mir passiert ist und mega krass ist. Boah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Sind die Erwartungen groß? Okay, pass auf. Die mega Als krass. ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da war ich so 16, 17 rum. Zu der Zeit hatte ich eine Freundin und ich habe mich mit einer Schwester extrem schlecht verstanden auf der Okay. Station, ja, und sie trug immer so ein mega penetrant, ekelhaft stinkendes Parfüm. Und ich glaube, es ist ein Jungenparfüm. Es ist nämlich Job Home. Das ist sehr, sehr stechend in der Nase. Ich finde es unfassbar unangenehm. Und sie hat sich Okay. das nicht nur draufgespült, sondern bestimmt drin gebadet. Es war, ich hatte Ja. meine Etage, also meine Abteilung war im dritten Stock. Wenn die im Erdgeschoss reinkam, du hast sie gerochen schon. Es war unfassbar widerlich. Und wir haben uns Okay, ja. gegenseitig echt nicht gemocht und ich hatte irgendwann Spätschicht und meine derzeitige Freundin kam mich da besuchen und wir waren in so einem Mitarbeitertreppenhaus und haben da halt so Dinge getan, ne? Kannst du bestimmt was denken. Oh. So, auf Okay, ja. jeden Fall haben wir nur mit, also ich habe gesagt, hier dürft keiner kommen, außer in Spätschicht, hier ist nichts los um die Uhrzeit, ne? Aber dann kam trotzdem eine Person da rein, ja, vom Mitarbeiterparkplatz. Und das war nicht nur irgendwer, sondern genau die Mitarbeiterin, mit der ich abends Schicht hatte. Und es war genau die, mit der ich mich nicht verstanden habe die ganze Zeit. Und wir hatten schon Scheiße. oft Stress, ne? Und ich dachte, jetzt bin ich komplett geliefert, ne? Wir haben schnell alles so. War das denn, darf ich mal eben fragen, war das so eine Situation, aus der man dann schnell herauskommen konnte, oder hat das schon ein bisschen Zeit gebraucht, Nee, wir waren um relativ schnell wieder wieder klar Geschäfte Schiff. zu machen? Ganz, ganz schnell. Sie hat uns auch nicht in the making erwischt. Sondern Okay. so danach, dass Okay. man gerade noch so einen roten Kopf hat und ein bisschen verschmitzt lachen muss, ne? So. Oha, Aber das okay, Problem war, ja. ich hatte genau danach mit ihr Schicht. Und bin dann auf meine Station gegangen. Und sie sagte nur irgendwann, komm mal bitte ins Schwesternzimmer rein. Und ich komme rein und sie hat so Kekse dahingestellt und Kaffee, ne? Und was ist denn jetzt hier los? Und dann sie, ja, setz dich doch, ist doch nichts los heute. Und dann wollte die mit mir plaudern. Und seitdem versteht sie sich voll gut mit mir oder hat sich halt voll gut mit mir gestellt so und hatte gar kein Problem mehr mit mir. Weißt du, was ich glaube? Nee, erzähl. Hä? Okay, warte, 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 was Ja. soll ich raten? Also die kam rein und die hat gesehen, wie ihr gerade hochroten Kopf hattet. Hätte sie denken können, okay, Ja, da ist safe. was Sie gelaufen? wusste das. Mit Sicherheit. Okay. Ach so, Sie hat das auch wusste sie auch. gegrinst. Also sie wusste schon, was abgeht, glaube ich. Ah ja, okay. Boah, um ehrlich zu sein, habe ich gerade echt gar keine Ahnung, was ihre Meinung hätte changen können. Und vorher hat sie sich dich Vorher hat aber sie auch nicht mich gemocht. übelst gehasst. Und mir ist auch definitiv gezeigt, dass sie mich nicht mag. Okay. Ich glaube, die hatte ein Keine Ahnung. Problem damit, dass sie dachte, ich bin schwul. Ich weiß nicht, ob das Ah, stimmt, aber ich kann mir das so ja. vorstellen, weil da war ja offensichtlich klar, ich bin nicht schwul. So. Und ich Ja, hatte halt ja. zu der Zeit, sah ich vielleicht leicht, ja, hatte ich vielleicht einen leichten schwulen Touch wegen meiner Frisur und sowas. Ne, das war halt so pubertäre Zeit, wo man ein bisschen sich ausprobiert hat.
Und es kann halt gut sein, dass da Okay. der Wind lang wehte. So. Und hast denn, ja, hast du nie erwähnt, dass du eine Nö, Freundin warum hast? denn auch? Das geht doch niemandem was auf der So. Arbeit an. Ja, okay, weiß nicht. Vielleicht hat sich ja mal jemand an dich rangemacht. Oder du hättest ja gesagt, ja, weiß nicht, mach heute was mit meiner Freundin oder bla. Später habe ich Aber ja, da eine okay. aus dem Krankenhaus abgeschleppt. Lol. Ja, ja. Mattes Ja, der voll. Womanizer. So, du hattest eine Frage an mich. Ich habe eine Frage, ja. Und zwar betrifft es dein Technical Device. Also manchmal habe ich schon so ein paar Anglizismen hier, die ich droppe. Das ist irgendwie so ein bisschen in meinem Sprachgebrauch schon drin. Deshalb bitte nicht wundern, Leute. Dein Handy. Oder halt auch dein iPad, was du nutzt. Oder vielleicht auch dein Laptop, aber eigentlich will ich auf dein Handy raus hinaus. Gibt es irgendeine App, die du dir bei dir selbst nicht wegdenken kannst? Also jetzt mal abgesehen von WhatsApp oder, ja genau, abgesehen von WhatsApp. Gibt es irgendwas, was du so genial findest, dass du sagen würdest, boah, nee, das könnte ich nicht ohne? Und im Gegenzug halt auch irgendeine, die du vielleicht mal wieder runterschmeißen könntest, die einfach nur deinen Speicherplatz frisst. Tatsächlich. Also erstmal muss ich dazu sagen, Apps, die per se meinen Speicherplatz fressen, gibt's nicht, weil ich da immer sehr hinterher bin, alles runterzuschmeißen, was ich nicht benutze. Weil Okay. ich einfach meinen Speicher frei haben will für Musik oder was auch immer. Eine App, die ich definitiv, also hört sich total dämlich jetzt an, ne? Aber es ist ein Spiel. Das ist einfach ein Spiel, was ich seit Jahren, bestimmt seit 10 Jahren habe ich dieses blöde Spiel und ich werde das niemals löschen. Ich komme auch nie wieder mein Highscore irgendwie ran. Versuche es halt Echt? immer wieder und komme sehr weit, aber es ist halt ein krasses Spiel und ein cooles Spiel, macht sehr viel Spaß. Das heißt 10-10. Eines der einzigen Spiele, wo ich Geld für bezahlt habe, um die Werbung wegzukaufen. Aber das ganz ehrlich, die Werbung stört nicht mal bei dem Spiel. Aber ich wollte nur irgendwie dem Entwicklerteam was Gutes tun. Mein völliger Ernst, weil es mich 1,99 € oder 2,99 € gekostet hat, Okay, für so. einen Balken ist da jetzt weg, der Werbung war, aber da kam nie irgend so eine nervige Werbung mit 15 Sekunden warten und dann nochmal 5 Sekunden warten oder was auch Ja. immer. Und es gibt so viele Spiele, Okay. die nerven. Und dieses Spiel ist ähnlich wie Tetris und aber du hast die Ruhe weg, du hast immer drei Blöcke, die kannst du irgendwie einsortieren in dein 10x10 Blöcke Gitternetz und kriegst dafür Punkte und wenn du die auflöst auch. Und du kannst dich bis in den Wahnsinn spielen. Das Spiel ärgert dich ein bisschen. Und es ist auch herausfordernd. Aber irgendwann hat man so einen Knackpunkt erreicht, wo man sagt, okay, ich habe so ein bisschen den Algorithmus verstanden. Und dann kann man dieses Spiel richtig genießen und es löscht deinen Spielstand nicht. Also du kannst in der Busfahrt spielen, eine Viertelstunde im gleichen Spielstand. Dann machst du die App komplett aus und irgendwann startest du die wieder und machst genau da weiter, wo du aufgehört hast. Okay. Bis du halt irgendwann verloren hast, ne? Ja. Also ich bin ganz Und ehrlich. ja, direkt löschen, weiß ich nicht. Also da habe ich nichts. Alte Podcast-Folgen, die ich mir mal Okay. runterlade und dann wieder löschen muss, weil der Naja, Speicher okay. sonst voll wird. Aber es ist ja keine App. Das sind ja. Richtig, richtig. Ja, okay. Nee, weiß nicht. Irgendwie Spiele auf dem Handy habe ich noch nie was von gehalten. Also habe ich zwar mal auch schon gehabt. Und ich habe auch so Doku habe ich auf dem Handy, wie so ein alter Typ. Aber so diese, wie heißt die jetzt nochmal? Candy Crush oder so habe ich nie gezockt. Deshalb habe ich die auch nicht irgendwie auf dem Handy. Aber, also um ehrlich zu sein, was ich mir kaum wegdenken könnte, was ich mir wünsche, wegdenken zu können, ist Instagram. Auf jeden Fall. Ich hänge echt zu viel auf Instagram ab. Und ich habe auch schon mal überlegt, die App zu löschen, aber, beziehungsweise mein Konto zu löschen oder deaktivieren oder. Aber irgendwie. Das Ding ist, ich glaube, ich nutze Instagram anders als andere Leute. Beziehungsweise, was heißt anders? Es ist ja für jeden da irgendwie so ein bisschen also auf die individuellen Sachen zugeschnitten. Und deshalb, für mich ist es jetzt nicht super toxisch, wie das vielleicht für andere sein mag. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie so Bilder von Models angucke und mir denke, oh mein Gott, nein, ich muss jetzt auch so aussehen wie die oder so, sondern ich hole auch viele Informationen und News und so von Instagram
Und der meiste Content ist auch tatsächlich ja auf Leute in meinem Alter oder in unserem Alter viel auch irgendwie zugeschnitten. Deshalb, ja, und es ist halt unterhaltsam irgendwie, ne? Deshalb Instagram, aber wenn ich jetzt mal nicht von sozialen Medien ausgehen würde, dann ist es auf jeden Fall meine Bank-App. Also da habe ich nämlich meine ganzen Finanzen im Griff. Da kann ich alles sehen. Und boah, das kann ich mir gar nicht wegdenken. Immer, stell dir vor, immer persönlich zur Bank rennen, um irgendwas machen zu müssen. Das wird gar nicht gehen. Ja, stell dir vor 5 Jahren gewohnt, gelebt zu haben. Ha, ja. Nein. Nein, das ist ja schon, Online-Banking ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Aber es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede von Online-Banking zu Alter, so Online-Banking. Riesenunterschiede. Ey, ich habe damals, war ich bei der Volksbank. Boah, was für schlechtes Online-Banking die hatten. Also da habe ich das da aber nur auf dem PC gemacht und das war so schlimm. Und die App, die ich jetzt habe über meine Bank, das ist halt auch eine Online-Bank und das merkt man halt auch. Das ist so gut, das ist so einfach und es ist, weil ich liebe das. Also. Ich habe jetzt eine Online-Bank, die ist auch eine Online-Bank, aber die kann das Nee. nicht so gut. Vielleicht sollte ich mich da mal von dir beraten Okay. lassen. Wir haben theoretisch schon unsere Stunde erreicht, die als normale Standardformel angepeilt ist für die Folgenlänge. Allerdings habe ich noch ein kleines Themachen und das ist noch gekoppelt an eine Frage. Das würde ich zum Schluss noch gerne einmal Okay. aufgreifen. Als wir heute mit der Familie unterwegs waren, hatten wir zum Beispiel auch einen Fußball mit und waren ja auch da in einem großen Park, wo auch ein Spielplatz war. Und irgendwann haben die Erwachsenen eine Tischtennisplatte gefunden und ein Spiel aus der Kindheit wieder auferleben lassen. Und zwar Lol, oh mein Rundlauf. Gott, ja, Kennst du natürlich das? kenne ich das. Das ist so geil. Wir haben heute sehr viel Womit Spaß habt ihr gehabt, das Rundlauf zu gespielt? spielen als Erwachsene und haben Was für ein mit einem Ball? Ball, mit einem. Es war ein Lederball, der nicht ganz aufgepumpt Okay, war, aber weil schon keiner eine Pumpe größerer. bei hatte. Ach so, okay. Ja, Okay. ein größerer Ball, genau. Ja, aber Habt das ihr wohl erst mit auch einem mit kleinen Ball Tennisball gespielt. gespielt? Ja. Mit einem Ja. Tennisball auch, voll krass. Ja. Also Rundlauf kenne ich auch mit Ja, gut, das Tischtennisschlägern, aber wir natürlich. machen das halt mit so einem Ah, Fußball krass. groß und dann einfach so richtig Ja. schön mit den Händen rüber. Und das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade, wir haben das in der Realschule ganz viel gespielt. Und jedes Mal, wenn, warte, wie war das denn nochmal? Jedes Mal, wenn eine neue Runde war, dann haben alle geschrien, Anpiss. Kennst du das? Anpissen, nee, kenne ich Richtig nicht. dummes Wort. Richtig dummes Wort. Wie, Ja, das nach dem hieß dann Motto irgendwie anstoßen so, jetzt ja, oder was? jetzt Leute wieder an der Platte und jetzt geht's weiter. Anpiss. Oh, war das Lol. dumm, ey. Gott, oh Gott. Ja. Das ist schon witzig. Und am Ende, man hat ja auch immer so gespielt. Also unsere Regeln waren halt so, du musst halt immer, da wo mehr sind, wird angefangen, ne? Und wenn noch Ja. zwei über sind, ist Finale. Und der im Finale Ja, gewinnt, stimmt, genau. kriegt eine Das ist wie so Krone. ein Leben halt, ne? Wenn Ja, eine hast Krone hat, recht. genau, wenn eine Ja. Krone hat, kann die nochmal setzen, wenn er. Oh mein Gott, voll vergessen. Boah, wie witzig. Ja. Und das wollte ich dich fragen, ob du auch noch irgend so ein beklopptes Kindheitsspiel kennst, wo man sich echt viel Zeit, ja, verbracht Boah, hat. da fragst du mich jetzt was. Kindheitsspiel, alter Vater. Also in der Realschule, auf dem Schulhof haben wir das auch immer gespielt, auf jeden Fall. Wir haben früher, boah, was wir voll oft auch in der Realschule gemacht haben, ist, boah, wie erkläre ich das denn jetzt? Da waren immer zwei Personen, die standen nebeneinander, aber nicht direkt, so dass halt noch eine dritte Person dazwischen laufen konnte, so ungefähr. Und die eine Person hat rechts den Arm ausgestreckt, so als Hilfestellung, und die andere Person daneben links den Arm. Und dann hat sich so eine Schlange gebildet, quasi vor den beiden, und ist dann auf die zugerannt. Und ist dann so quasi in deren beide Arme, links, rechts, hat sich dann so eingehakt und hat dann einmal so ein Vorwärtssalto gemacht. Lol. Weißt du, irgendwie, wie ich das mache? Nee, solche athletisch begabten Menschen hatten wir in Ja, unserer weil du Schule hattest dann ja nie. quasi die Unterstützung links und rechts oft in deinen Armen durch die beiden Leute. Und dann konntest du halt eine Vorwärtsrolle machen. Das war richtig cool, ey. Das könnte man nochmal, also Ja. das klappt auf jeden Fall auch. Das haben wir viel gemacht.
Das haben wir manchmal auch in der Klasse gespielt. Richtig komisch. Anstatt draußen am Pausenhof. Und Richtige ja, Zirkusklasse. ansonsten haben wir früher viel mit Kreide gemalt und dann so. Da gibt es auch so, also jetzt privat, aber ne, jetzt nicht in der Schule, sondern so mit Nachbarskindern und so. Entweder haben wir draußen auf der Straße hier einen Federball gespielt oder halt mit Kreide. Wie war das denn nochmal? Erklärt, ne, irgendwas mit Welt und Krieg und so. Weiß ich nicht, wie das heißt. Kann ich jetzt. Krieg der Nee, Welten? nee, nee, ich weiß es nicht. Müsste ich nachgucken, aber Okay. Okay, recherchiere das für ja, nächste muss ich mir Woche. mal aufschreiben. Hast du mal Seifenkiste gebaut? Nee, ne? Nee. Habe ich in irgendeinem anderen Podcast mal gehört, glaube ich. Soll so ein Gerücht sein, dass es das in Deutschland nicht gibt. Ne, hatte ich. Ich hatte eine Ehrlich? Seifenkiste. Ich habe das. So richtig, richtig schlecht, auch ohne Grund. Wir haben da im Fernsehen gesehen und ich wollte, Papa, ich will. Papa musste dann einfach so einen kleinen Weg, hat er mir so ein kleines Wägelchen einfach gebaut, ne, wie so ein Formel-1-Auto. In klein halt einfach, ne, aus Holz. Und dann habe ich das Ding mit nach draußen genommen. Natürlich will ich damit spielen. Und bei uns gegenüber war so eine Kirche und die hatte so eine Rampe für ja, gehbehinderte Leute, die hochgeschoben werden müssen. Was denn? Ja, nix. Ne, und dann ich fahre da Als runter. Kind missbraucht man sowas gerne mal. Richtig. Und das Problem war, dahinter war einfach ein Zaun, so ein Holzzaun. Und ich bin da voll reingebrettert. Eigentlich hätte mir das so klar sein müssen, ne? Aber als Kind habe ich da nicht dran gedacht, bin dann halt runtergefahren, voll in den Zaun rein. Der war natürlich kaputt. Das war schon sehr lustig, ey. Ja, also wir haben früher dann, je nachdem, wo ich gewohnt habe und mit welchen Leuten ich dann so abgehangen, weil ich bin ja öfter mal umgezogen, meiner Kindheit, mit Kettcar sind wir rumgefahren. Ah, cool. Das hatten nur die verwirrten Ja. Kinder Ja, bei wir hatten uns. keinen Kettcar, sondern unsere Nachbarskinder. Und mit der, die war in meinem Alter, die ist ein halbes Jahr jünger als ich, so dann in der Zeit, als ich da gewohnt habe, war das meine beste Freundin. Mit der habe ich dann halt auch viel so draußen gespielt. Also bei uns war das immer so, sie, also ich war Lara Croft, weil ich war und bin so ein richtiger Tomb Raider, Lara Croft Freak. Und sie war dann aber Angelina Jolie. Ach, witzig, das ist ja cool. So, wir sind quasi die Hat ja beiden wieder. Charaktere, aber wir können ja nicht den gleichen Namen haben. Deshalb ist sie Angelina Jolie, weil ich fand Lara Croft immer noch cooler halt, ne? Halt auch den Namen und so. Und dann hatten wir so Spielzeugpistolen und dann waren wir immer so irgendwie auf einer Mission und so. Und dann sind wir überall rumgeklettert und so. Die Nachbarn waren immer richtig abgefuckt von uns. Und dann hatten wir sogar hier Walkie-Talkies, habe ich zu Weihnachten bekommen. Das war so cool. Das hat Spaß gemacht. Da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken. Wir haben keinen Folgennamen für Ah, heute. nee. Da haben wir natürlich nicht. Und ich finde, wir sollten den auch in der Folge mal Ja. festlegen. Und Angie und Lara wären Angie und Laura. lustig. Angie könnte man mit Merkel in Verbindung bringen. Ja, und Lara mit jeder Lara. Was? Ach so, Mit mit jeder jeder Lara. Ach Lara so. auf dieser. Lara Okay. mit jeder Lara. Okay, Angie und Lara, ja. Angie und Lara oder irgendwas mit Orbeiz. Boah, ja, Orbis. warte mal, da gab's doch. Den ganz langen. Zu Hä, Orwiese in dem Dorf und Marke. hey, warte mal, das ist ein Name? Nee, das sind ganz viele verschiedene Wörter, aber es ist ein Name, ja. Zu Orwiese in dem Dorf und Marke. Das ist ein Name für die. Ja, das finde ich sogar noch besser. Das ist viel, viel besser, ja, Okay. Mann. Gut, das ist der Folgentitel Ja. für diese Woche. Ja, Montag wird die Folge released, wenn alles klappt mit der technischen Überarbeitung im Sowieso. Nachhinein. Ja, und dann würde ich sagen, war das schon eine ganz ordentliche erste Folge. Ein bisschen zurückgenommen, ein Bisschen, ja, bisschen vielleicht. vielleicht. Mal schauen. Keine Ahnung, wie sich das so Aber entwickelt. diese Anspannung wird sich bestimmt noch Ja, legen. glaube ich Das auch. war ja heute das erste Mal überhaupt für Ja. uns beide. Wir haben uns Auch entjungfert. das. Podcast entjungfert. Podcast Entjungfern, ja. Nee, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist Ja, cool. finde ich auch. Aber wie immer mit dir telefonieren ist ja
Ist ja ein inneres Blumenpflücken, wie mein Eine wahre ehemaliger Wonne. Arbeitskollege immer gesagt hat. Ja. Ein inneres Blumenpflücken. Genau. Oder das innere Glockenläuten. Das innere Glockenläuten ist geil. Ja. Ja, Hast das du wieder stimmt. heute ein schönes inneres Glockenläuten Ja, mit? ne? Ja, das Ja, passt dann, eigentlich. liebe Hörer Ja, und cool, liebe oder? Elli, Lieber Mathis. dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend Dankeschön. Wünsche ich oder einen dir wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört und du hörst es jetzt, auch. also dir Abend. Ja, und da draußen Ja. wünsche ich allen eine angenehme Woche, wann auch immer ihr das hört. Aber genau. Das wird bestimmt toll. Das wird bestimmt Da toll. muss man nichts mehr sagen. Gut. Alles klar, Okay. dann würde ich sagen, legen wir auf Ja, und auch nice. ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auch so, Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss.